Cyberport präsentiert das Lenovo Yoga 714 ARB. Mit der neuesten Version des Yoga 7 bringt Lenovo einen leistungsstarken Allrounder auf den Markt, der trotz neuester Technik erschwinglich ist und sich für die unterschiedlichsten Zwecke eignet. Wie sich der 14 Zöller mit AMD-Prozessor in unserem Test schlägt, erfahrt ihr jetzt. Die technischen Daten. Unser Testgerät misst eine Breite von 31,7 cm, eine Tiefe von 22 cm und eine Höhe von 1,7 cm. Das Gewicht beträgt 1,4 kg. Das Touchdisplay ist 14 Zoll groß und bietet uns eine Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln. In unserem Testmodell arbeitet ein AMD Ryzen 5 6600U Hexa-Core-Prozessor mit einem Grundtakt von 2,9 GHz und einem Turbo-Boost von bis zu 4,5 GHz. Ergänzt wird dieser von 16 GB Arbeitsspeicher. Für Daten und Anwendungen steht in unserem Modell ein 512 GB großer PCIe NVMe SSD-Speicher zur Verfügung. Beginnen wir mit dem Design. Die weichen, abgerundeten Kanten und das verbaute Aluminium verpassen dem Notebook einen hochwertigen und schicken Look. Auf dem Displaydeckel sehen wir das spiegelnde Yoga-Logo sowie das Lenovo-Emblem. Ein nettes Extra ist die Griffmulde. Durch diese Einkerbung lässt sich das Notebook mit nur einer Hand öffnen. Mit dem Scharnier kann der Displaydeckel, wie der Name Yoga schon vermuten lässt, um bis zu 360 Grad herumgeklappt werden. Dadurch lässt sich das Lenovo Yoga 7 auch im Zelt-, Tablet- oder Standmodus nutzen. Durch das Gewicht von gerade einmal 1,4 kg und die Höhe von 1,7 cm können wir das Yoga 714 ARB sehr gut transportieren. Das Aluminiumgehäuse lässt sich mit hohem Kraftaufwand zwar etwas verwinden, bleibt allerdings trotzdem noch recht stabil. Insgesamt ein sehr gutes Ergebnis. Der 14 Zoll große OLED-Touchbildschirm löst mit 2880 x 1800 Pixeln in 2,8K auf. Die daraus resultierende Pixeldichte beträgt 242 ppi. Somit sind die dargestellten Bildschirminhalte für ein Notebook wirklich sehr scharf. Mit einer sRGB-Abdeckung von 100% eignet sich das Display sogar für professionelle Bildbearbeitungen. Außerdem sei erwähnt, dass hier eine Bildwiederholrate von 90 Hertz unterstützt wird, wodurch hektische Szenen in Spielen oder Videos recht flüssig dargestellt werden. Mit einer maximalen Helligkeit von etwa 400 Candela pro Quadratmeter kann das Notebook draußen auch gut in hellerer Umgebung verwendet werden. Dazu ist das Display sehr blickwinkelstabil. Sehr gut gemacht! Kommen wir zur Performance. Verbaut wurde hier ein AMD Ryzen 5 6600U Hexa-Core-Prozessor, der von 16 GB LPDDR5 Arbeitsspeicher begleitet wird. Alltägliche Aufgaben bewältigt das System auch im Multitasking problemlos. Selbst neuere Spiele kann der AMD Radeon Grafikchip mit reduzierten Grafikeinstellungen flüssig wiedergeben. Da hier keine dedizierte Grafikeinheit zum Einsatz kommt, sollten besonders grafikaufwendige Titel allerdings eher gemieden werden. Der 512 GB große PCIe NVMe SSD-Speicher bietet Platz für die wichtigsten Anwendungen, Bilder und Dokumente. Das vorinstallierte Betriebssystem Windows 11 Home läuft sehr flüssig und startet schnell. Klasse gemacht! Die Anschlussvielfalt hält trotz der schmalen Bauweise alles Wichtige für uns bereit. Verbaut wurden ein USB-A 3.2 Anschluss mit Always-On-Funktion, eine Audiobuchse, ein HDMI-Port, ein USB-C 3.2 und ein USB-C 4.0 Anschluss mit Power Delivery 3.0 und DisplayPort 1.4 sowie ein Micro-SD-Kartenleser. Wer mehr benötigt, kann mit einem separat erhältlichen Hub die Anschlussvielfalt ergänzen. Digital stehen Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6 zur Verfügung. Gut gemacht! Nun zu den Emissionen. Im Idle ist das Notebook sehr leise und auch unter Volllast bleibt es im angenehmen Bereich. Dafür können die Temperaturen auf der Unterseite nahezu 50 Grad erreichen, weswegen das Yoga 7 unter Last lieber nicht auf dem Schoß genutzt werden sollte. Angesichts der Leistung im Inneren und der mobilen Bauweise insgesamt ein gutes Ergebnis. Kommen wir zur Peripherie. Die hier verbaute Tastatur verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung und einen angenehmen Tastenhub sowie Druckpunkt. Das Tippen ist dadurch sehr bequem, wodurch sich die Tastatur auch für längere Texte eignet.
Das Touchpad ist mit einer Glasoberfläche ausgestattet, fühlt sich dadurch sehr hochwertig an und reagiert präzise auf alle Eingaben. Alternativ lässt sich das Convertible auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Active Pen bedienen. Dieser funktioniert intuitiv und ermöglicht es euch, auch handschriftliche Notizen zu machen. Zur sicheren Entsperrung wurde hier neben dem Fingerabdruckscanner eine Infrarotkamera für die Gesichtserkennung verbaut. Die Lautsprecher sind Dolby Atmos zertifiziert und sind gut für Videocalls geeignet, allerdings sollten für den Musikgenuss externe Lautsprecher oder Kopfhörer verwendet werden. Dennoch klasse gemacht! Für die Nutzung unterwegs wurde ein 71 Wattstunden Akku verbaut, der das Notebook bei reduzierter Helligkeit und einem Mix aus Surfen und Videostreaming etwa 13 Stunden mit Strom versorgt, wodurch es problemlos über einen vollen Arbeitstag kommt. Mit dem mitgelieferten 65 Watt Netzteil könnt ihr das Convertible nach 30-minütigem Laden für weitere 3 Stunden nutzen. Für ein Notebook mit dieser Leistung ist das absolut spitze. Unser Fazit: Das Lenovo Yoga 7 14 ARB überzeugt mit starker Performance, einem brillanten Display, starkem Akku, angenehmer Peripherie und mobilem Design. Lediglich Anschlussvielfalt und Wärmeentwicklung konnten uns nicht überzeugen. Wer das verschmerzen kann, bekommt für derzeit unter 1300 Euro einen leistungsstarken Allrounder, der auch mobile Arbeitseinsätze problemlos meistert. Deswegen vergeben wir 4,5 von 5 Cyberstars.